Und da ist er, der Clip der Woche. Immer wieder schön. Ist ja gut. Oh ja. Und was gibt's Neues? Ich habe gestern was unheimlich Interessantes in der Zeitung gelesen. Hast du gewusst, dass es in Deutschland immer mehr so Kinderuniversitäten gibt? Ja. Da dürfen die Kinder umsonst hingehen und können die Professoren alles Mögliche fragen. Habe ich nicht gewusst, klingt aber schrecklich, oder? Da stand drin, das Wissensbedürfnis deutscher Kinder wird immer größer. Sehr grauenhaft, das gab's zu meiner Zeit nicht. Wie kommt denn sowas? Hebe. Die haben geschrieben, die Aktion Fragen an die Maus, wo die Kinder der berühmten Fernsehmaus alle möglichen Fragen stellen durften, war ein Riesenerfolg. Die schreiben, Servicetelefone für Kinder boomen wie die Sau. Das ist doch die Idee, das machen wir. Was? Wir lassen die Kinder bei uns anrufen, beantworten der ihre Frage und für jede beantwortete Frage kassieren wir 10 Euro oder klingeln sie in der Kasse. 10 Euro, Heppe. Machen wir 59. 59. 89. Heppe, da sitzen noch Experten an den Telefonen, die mit den Kindern schwätzen. Was soll das heißen? Ist zu blöd, bin Kinderfrage zu beantworten oder was? Heppe, ich rede von ausgewiesenen Pädagogen. Ausgewiesene Pederaste vielleicht, verstehst du? Pass auf, lass es mal probieren. Wir haben doch hier unser Kinder-Eck, haben wir noch nie benutzt. Ja, jetzt können wir es mal einsetzen. Pass auf. Hier, du bist die Kinder und ich bin die Hotline, ja? Aha. Pass auf, ich beantworte jede Frage. Du wirst staunen, ich kann jede Kinderfrage beantworten. Glaub mir's. Also, das heißt, nochmal zum Verständnis, ich bin jetzt die Kinder, du bist die Hotline. Ich bin die Hotline. Und ich rufe jetzt bei dir an. Richtig. Okay, gibt's denn auch eine Nummer? Logo gibt's eine Nummer, sonst könntest du den Anruf, das oder? Stimmt, ja. Okay. Also, 77 77 66 66 55 55 Hallo? 44 Oh, Heppe. 44 33 3-3. 2-2. Ja, und ich weiß, 1-1. Scheißdreck weiß es, 7-8 Hände. Auf geht's. So. Hast es? Ja. Okay. Ey, es funktioniert. Okay. Es funktioniert. Ja. Geil. Gut. Erster Anruf, super. Erster Anruf, ich hab's. Was, es funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Erster Anruf. Geil. Heppe? Ja. Heppe? Was? Warum gehst du nicht dran? Warum geh ich wohl nicht dran? Damit die Kinder nicht denken, hier ruft keine Sau an. Die müssen denken, hier rufen 100.000 Kinder an. Die müssen froh sein, wenn sie überhaupt drankommen. Aha. Hallo, hier ist Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Heppe, ja, Heppe, ja. Hallo. Was? Du kannst dich doch bitte schön nicht mit Mr. Brain melden. Wir sind doch nicht im James-Bond-Film. Komm, babbel keinen Schrott, frag was. Auf. Hallo, hier ist Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Ja, hallo, Mr. Brain. Ich habe gehört, man kann bei Ihnen anrufen und fragen. Tut mir leid, ich rede nur mit Kindern. Ach. Wir haben gesagt, das ist ein Kindertelefon. Schon vergessen oder was? Auf nochmal. Mensch, streng dich mal ein bisschen an. Echt, auf jetzt. Ja. Hallo, hier ist Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Ja, hallo. Hier spricht der Mario. Hallo Mario. Hallo Mr. Brain, schön, dass Sie dran haben. Ja. Warum sind denn in Indien die Kühe heilig? Das ist eine sehr gute Frage, Mario. Ja, dann hätte ich auch gerne mal eine sehr gute Antwort drauf. Mario, es war damals so. Irgendwann stand der Inder vor der Entscheidung. Spreche ich jetzt die Kuh heilig oder der Hund? Und da hat der Inder überlegt. Und beim Überlegen ist der Bart gewachsen bis auf den Boden. Deswegen haben viele Inder noch heute so lange Bart, ja? Und während der Inder immer so lange überlegt hat, hat er sich immer wieder auf die Stirn getippt. Deswegen haben auch viele Inder heute noch so einen roten Fleck da oben, gell? Und irgendwann kam der Inder zu der Entscheidung, der Hund ist eigentlich ein ekliger Kerl. Er hart wie die Sau, er kotzt auf dem Wohnzimmerteppich, die Kuh passt sowieso in keine Zwei-Zimmer-Wohnung, also sprechen wir die Kuh heilig und fressen den Hund. Geile Antwort, eh? Genau sowas. Siehste, ja. Ja. Ja, hast du es verstanden, Mario? Ja, danke schön, Mr. Bitte, 59. Ja. Jawohl. Heppe. So läuft's, so machen wir's. Was erzählst du dem Jungen für einen Schwachsinn, dass der Inder einen Punkt hat vom Dran-Tipp und dass er den Hund frisst und das noch für so viel Geld? Babbel kein Schrott, Schatzgefühl, der Junge war sehr zufrieden, hat sogar bedankt zum Schluss. Aha. Okay, nächster Anruf. Nochmal. 77 66 55 44 33. Ich weiß, 78. 78 kann ich keine Sau merken. 1-1 doch logisch in der Kette, oder? Also. Also 1-1. Hallo, hier ist Incredible Magic, Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Ja, hallo. Ich hab mal eine Frage. Du schon wieder, Mario? Heppe. Sag mal, es gibt doch noch ein paar andere Kinder außer dem scheiß Mario, oder? Ha? Ja. Streng dich mal ein bisschen an, mach mal andere Kinderstimmen. Also. Hallo, hier ist Incredible Magic, Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Ja, hallo. Ich hab mal eine Frage. Sie sind bestimmt die Oma von Mario, oder? Ha? Sag mal, Kinder haben hohe Stimmen. Ja. Ha? Mach mal das Sargdeckel zu, mach mal hohe Kinderstimmen jetzt. Auf. Hallo, hier ist Incredible Mr. Brain. Wie kann ich bitte helfen? Hallo, hier spricht der kleine Rolfi. Hallo. Hallo, Mr. Brain. Hallo, Rolfi. Schön, dass Sie mal dran sind. Ja, schon gut. Ich war so lange in der Warteschleife. Alles klar, Rolfi. Deine Frage, Rolfi. Ich habe so lange probiert. Rolfi, deine Frage. Ja, ich bin so aufgeregt, deswegen. Was machst du? Ich zieh dir die Frage aus der Fresse, dass hier weitergeht. Das dauert ja ewig. Jetzt hetzt doch den Jungen nicht so. Hier, pass auf, gleich lege ich auf, da zahlst du nochmal 59. Ist klar. Ja, es geht ruckzuck hier. Das kann er sich nicht leisten. Auf jetzt, raus. Ja, Mr. Brain. Auf, Rolfi, was gibt's? Ja, was ich fragen wollte. Deine Frage. Ich bin so aufgeregt. Meine Frage. Nicht wichsen, fragen. Also, auf jetzt!
Aufwärts, was gibt's? Ich wollte wissen, ob der Weihnachtsmann und der Nikolaus, ob die miteinander verwandt sind, weil die sehen sich ja sehr ähnlich. Du bist ein drolliges Kerlchen, Rolf. Also. Ja, das höre ich öfters. Rolf, jetzt hör mal genau zu. Wenn alle miteinander verwandt wären, nur weil sie einen gleichfarbigen Kittel anhaben, da wären sie beim Obi ja eine Riesenfamilie. Geil. Geile Antwort. Mensch. Hä? Geil. Ja, auf jetzt. Ja, 7-7. Wahlwiederholung. Okay. Hallo, here's incredible magic. Are you ready for Rumble? Mr. Brain. Hallo. Hier spricht der Stefan. Hallo, Mr. Brain. Schön, dass Sie da dran haben. Stefan. Ja? Lass uns kurz was klären. Okay. Ich höre dich verdammt gut. Du musst nicht schreien, ja? Ja, aber hier ist die Verbindung. Hier, sag mal, du Arschloch, sie 10 Zentimeter von der Ferne. Du schreist mir das Ohr kaputt, du Idiot. Was gibt's? Ich wollte mal wissen, warum werden den Kindern nach der Geburt mit Weihwasser getauft? Überleg doch mal, es wäre kein Weihwasser drin, sondern Wodka oder Gin. Ja. Da würden die Pfarrer sich die Kutt voll saufen und nachher die Cash voll kotzen. Wer soll's denn wegmachen? Deine Mutter oder wer? Ja, so machen wir es. Geil, es funktioniert. Okay.